Moinsen. Ich hatte euch ja ein Video versprochen von dem Supercharger von Riese und Müller. Das letzte Video, was ich gemacht habe, war ja bei extremem Wetter. Richtig kalt, richtig unangenehm. Und jetzt ist viel schöner. 24 Grad, tolles Wetter. Die Natur ist erwacht. Wie jedes Jahr. Aber ich genieße das immer unwahrscheinlich. Ja, ich wollte euch das Fahrrad noch mal einmal ganz kurz näher bringen. Das hatte ich ja gesagt. Die Fahrradsaison fängt ja gerade erst an. Ich habe jetzt ca. 500 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ich kann euch sagen, das macht einfach nur Spaß. Das ist so toll verarbeitet. Das ist ein so klasse Fahrrad. Ob das die ganzen Details sind, die hier verbaut sind, ob das die Schweißnähte sind, die hier verarbeitet sind, ob das die Magura MT4 Bremsscheibe ist oder Bremsanlage insgesamt, die hier drauf ist. Aber das ist einfach nur ein Traum. Dann natürlich, hatte ich ja schon angesprochen, die Luftfedergabel. Ja, dann habe ich ja persönlich dieses Kobi-System genommen als Computer, sage ich jetzt mal. Nicht das Intuvia von Bosch, das hätte ich auch machen können. Ich habe mir aber quasi das Kobi-System genommen. Habe mir natürlich noch einen schönen Spiegel dazu geholt. Das ist mir dann doch ein bisschen sicherer im Straßenverkehr. Da muss ich nicht immer den Kopf drehen. Ja, Schaltung ist auch klar, stufenlos. Zwei Akkus, wie gesagt, verbaut. Magura MT4, auch vom Allerfeinsten, ganz tolle Bremsanlage. Dann nochmal den Zusatzscheinwerfer von Kobi, auch eine tolle Sache. Mach das mal an, dann sieht man das. Dann sieht man quasi das Tagfahrlicht. Und dann natürlich auch die ganz normale Beleuchtung, auch was Vernünftiges. Dann, was ich ganz witzig finde, hier so mit der Wasserflasche, die ist ja mit dabei, die zieht man hier nach oben weg. Hier ist die Halterung, dann natürlich hier nochmal parallel zu der Flasche, rastet man hier einfach wieder in die Führung ein, zack, runtergedrückt, fertig ist. Ja, insgesamt ein unwahrscheinlich gelungenes Fahrrad, auch der Performance von Bosch, der Gates-Antrieb. Ganze Verarbeitung. Ja, Hammer. Einfach nur schön. Schönes Fahren, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, was denn hier die Riemen sollen. Die Riemen sind quasi als Sicherung gedacht. Es gab wohl schon, so sagt mir der Verkäufer, einige Spezialisten, wie immer, die das Fahrrad am Auto mitgenommen haben. Da spricht ja auch nichts gegen. Aber dann sind denen wohl die Deckel hier weggeflogen, wo halt der Akku unter sitzt. Und damit das nicht wieder passiert, hat Riese Müller gesagt, komm, dann machen wir da diesen Riemen quasi drum. An beide Klappen, dass dann da eben wirklich während der Fahrt nichts mehr aufklappt und wegfliegt und vielleicht sogar andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das darf man hier ja auch nicht vergessen. Ja, dann wollte ich euch noch mal eine Sache näher bringen, und zwar, was ich ganz toll finde, ist, dass hier das Bordeaux-Schloss verbaut ist. Das ist hier ja quasi schon mit der Halterung drin, also ganz toll. Das ist das Kleine. Das kurze. Ich habe aber noch das große, das Maxi. Oder das Big heißt das. Genau, Bordeaux, Avus, Bordeaux. Big heißt das in diesem Fall. Das habe ich auch immer noch mit. Weil man ja nie weiß. Hier seht ihr, ne? Also ganz toll gemacht. Klack. Und alles wieder in Ordnung. Vom Allerfeinsten. So, was ich zum Schloss sagen wollte, hier ist ja das Bordeaux verbaut, das kleine. Ihr seht, ich bin an der Elbe. Wo
oder am Wasser. Ganz toll, Leute fahren mit ihrem Bogen. Hammer. Dann habe ich aber immer noch, weil mir das nicht reicht, habe ich natürlich immer noch ein anderes Schloss mit. Weil das kleine so, also das ist vielleicht mal so für zwischendurch ganz gut, aber mir ist das ein bisschen unsicher. Und deswegen habe ich mir noch das Bordo Big dazu geholt, weil das einfach nochmal so eine gewisse Länge erstmal, dass man vielleicht zwei Fahrräder zusammenbinden kann. Oder eben, dass man sagt, wenn man eine blöde Stelle hat, wo der, was weiß ich, der Pfeiler, die nächste Sicherung weiter weg ist, dass man sagen kann, komm, kein Problem, habe ich noch die lange Version und ist dann einfach besser. Und zwei finde ich sowieso gut. Ich mache das dann quasi einmal hier in der Mitte einmal rum, dass das gesichert ist und dann quasi vorne auch nochmal. Ne? So, jetzt wollte ich euch aber eine Sache erzählen. Habe ich ja die beiden AWO-Schlösser mit am Fahrrad dran. Wie gesagt, einmal das Bordo, das kleine, und einmal das Big, das Bordo Big. Haben auch sehr hohe Sicherheitsklassen. Finde ich ganz toll. Jetzt kam aber seinerzeit ein neues Schloss auf den Markt. Wurde angekündigt. Eine Firma aus Berlin. Habe ich irgendwie beim Gucken auf YouTube habe ich das irgendwie entdeckt, dass da ein ganz tolles neues Schloss rauskommen soll. Innovationspreis gewonnen, rauf und runter. Sind wohl auch Frauen, die das da entwickelt haben. Habe ich gedacht, Mensch, das ist ja geil. Und zwar rede ich von dem, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, Texlock. So, ganz tolles Schloss. Hier dieses Schlaufenschloss, unwahrscheinlich toll. Ganz tolles Material, macht was her, gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe das seinerzeit in dieser Farbe genommen. Fand ich eigentlich am schönsten. Wie gesagt, kann man so eine Schlinge machen. Dann das Bügelschloss damit bei. Das muss man auch extra bestellen, das war also nicht mit dabei. Und dann halt hier mit dieser Schlaufe. Und dann kann man quasi eine große Schlaufe bilden. Kann da dann eben um alles irgendwie rumgehen. Kann sich das auch, was ich auch ganz geil finde, das macht meine Frau ganz oft. Die macht sich das so rum, wenn sie mit ihrem Fahrrad fährt. Hat das immer dabei. Sieht einigermaßen gut aus. Kannst Fahrrad fahren, hast ein Schloss mit. Traumhaft. So, habe ich das also gekauft. Womit so einer als erster wurde ja ganz doll angekündigt. Ich glaube, ich habe dafür 130, 140 Euro bezahlt. Ja, und das dauert gar nicht lange. Da taucht auf YouTube ein Video auf, wo ein Typ mit so einer kleinen Pucksäge dieses Schloss innerhalb von unter 10 Sekunden praktisch durchschneidet. Da habe ich gedacht, oh Alter, was ist das jetzt? Hast du so viel Kohle ausgegeben für so einen Haufen Schrott letztendlich? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich damit mein Fahrrad sichern möchte oder wollte, und gut, ich sag mal, wer hat jetzt eine Säge dabei? Ich persönlich habe nie eine Säge dabei, aber ne, man weiß ja, da sind ja einige Halunken unterwegs, ich sag's jetzt mal so, wo man sich schon denkt, ho, hau, hau, ha. Und ganz ehrlich, gut, das Fahrrad ist zwar Vollkasko versichert, trotzdem ärgerlich, wenn es weg ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache das mit diesem tollen Schloss fest, was einen Innovationspreis gewonnen hat, rauf und runter, was aber irgend so ein Diddle innerhalb von, was weiß ich, 5-6 Sekunden, es gibt auf YouTube ein Video, ich verlinke euch das mal, pack das unten mit rein. Ich weiß nicht, ob das gefaked ist, aber jetzt sind mittlerweile auch Leute aufgetaucht, die dann eben sich die Schloss gekauft haben, haben sich auch so eine Säge gekauft. Gut, ob das jetzt authentisch ist, ich persönlich würde sagen, ja, bei einigen Videos, bei einigen auch nicht. Und da haben die das einfach durchgefädelt. Unfassbar. Also, Texlock macht was her, sieht toll aus, hat aber sicherheitsmäßig nicht so. Die erste Generation. Mittlerweile gibt es schon eine zweite Generation. Wurde uns auch angeboten, dass wir quasi so als Goodie Prozente kriegen würden, wenn wir die verbesserte Generation kaufen würden. Ich habe es jetzt gar nicht mehr gekauft, weil ich da einfach jetzt nicht mehr so ganz von überzeugt bin. Und deswegen nehme ich das nicht für unterwegs mit. Da habe ich, wie gesagt, meine beiden Border. Jetzt ist aber das Nächste, was ich euch erzählen wollte. Und zwar fahren wir jetzt, in 8 Wochen geht es ja wieder los, Urlaub. Wunderbar. Und dann fahren wir
mit unseren Fahrrädern in Richtung Frankreich. So. Und da nehme ich auf jeden Fall das Riso Müller mit und noch ein anderes. Das auf jeden Fall. Das Problem ist aber, unser Fahrradträger am Bulli, der original Volkswagen-Fahrradträger, der hat ja diese ganz normale Clown. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den Halterungen, die wir da haben, diese Clown, ob ich damit tatsächlich dieses Fahrrad festmachen kann, weil, ich will euch das mal eben zeigen, das Problem ist ja, dass das hier nicht rund ist, sondern eckig. Das heißt, diese Clown sind ja rund letztendlich für was Rundes. Jetzt muss ich wirklich mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich die Fahrradträger-Clown hier auch festmachen kann. Ich hoffe, dass ich jetzt hier oben rangehen kann, dass ich hier reingreifen kann und eventuell hier unten, muss ich mal gucken, und das gleiche dann eventuell hier, dass ich hier irgendwie rumgehe, aber natürlich so, dass ich mir das nicht kaputt mache. Da muss ich mir echt nochmal was einfallen lassen, weil das ist natürlich schon so eine Sache. Das ist jetzt ja hier wirklich wenig rund, das ist ja nur eckig. Das Einzige, was rund ist, ist eigentlich ja, die Räder und vorne die Gabel. Ja. Gab es eine Rückrufaktion, oder es gibt eine Rückrufaktion von Volkswagen. Da habe ich auch zwei Briefe mittlerweile schon erhalten. Ich habe es jetzt aber schon gemacht. Ich war jetzt schon bei der Rückrufaktion. Dort geht es darum, dass das Steuergerät angepasst wird und dadurch erhöht sich wohl der AdBlue-Verbrauch. So, dafür bekommt man dann so eine Stempelkarte, ist aber keine Stempelkarte. Das ist nämlich nur in Anführungsstrichen, ein DIN A4-Zettel. Hat irgendjemand in der Excel-Tabelle was geschrieben, kriegt man einen Stempel rein und dann kann man das europaweit und sogar weltweit, also deutschlandweit, europaweit, weltweit, kann man dann seinen AdBlue-Tank auffüllen lassen. 8-mal das Ganze auf Kosten von VW. Das Ganze soll nicht dem Abgasskandal geschuldet sein. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja. Dann, wie gesagt, habe da angerufen bei Volkswagen, bei meinem Volkswagen-Händler und habe dann das mit dem geklärt. Nur wird unser Wagen am 25. Mai, haben wir ihn 3 Jahre. Und dann habe ich gefragt, wie es aussieht, weil Inspektion stand schon wieder an. Nur noch 24 Tage hat er angezeigt im Display. Wir haben ja die Longlife-Geschichte, dass er das quasi übers Display anzeigt, wann wir dran sind. Mit allem. Die normale Inspektion, ob Ölwechsel ist, er zeigt ja alles über den Computer an. Und ja, jetzt bin ich da wie gesagt hingefahren, hatte den Termin bei der Rückrufaktion, bin da hingefahren und habe dann gefragt, wie sieht's aus, können wir gleich die Inspektion mitmachen? Das ist dann eine sogenannte erweiterte Inspektion. Haben sie gesagt, gut, machen wir. Und hat er geguckt, oh, TÜV muss ja auch gemacht werden im Mai. Habe ich gesagt, könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr wollt. Haben wir alles gemacht. Alles zusammen 348 Euro. Die Inspektion, die erweiterte, dann ja quasi die zweite Inspektion, hätte gekostet 204 Euro und dann eben mit TÜV, AU, HU, alles zusammen 348 Euro. So, dann habe ich auch, wie gesagt, diesen Zettel mitgekriegt, diese angebliche Stempelkarte, was aber nur ein DIN A4-Zettel ist. Wie gesagt, Bild habe ich ja schon gemacht, habt ihr ja schon gesehen, das Bild. Die Rechnung mache ich auch nochmal schnell ein Bild von, dann seht ihr das. Ja, haben sie jetzt alles gemacht. Jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe, ein Jahr, was die Inspektion angeht, beziehungsweise 26.500 Kilometer, was der nächste Ölwechsel sein würde und TÜV halt erst in 2 Jahren wieder, das ist klar. Ja, jetzt habe ich den Wagen abgeholt, bin damit eigentlich fast gleich auf die Autobahn gefahren, nicht schnell, 110, 120, bin ein bisschen Stadt gefahren, ein bisschen Landstraße, ein bisschen Tralala und muss sagen, ich habe das Gefühl, dass der Wagen irgendwie besser läuft, sanfter läuft. Also irgendwie insgesamt nicht so hakelig, nicht so ruckelig. Ist schwer zu erklären. Also meine subjektive Meinung ist, der Wagen läuft jetzt besser, seitdem er dieses Update bekommen hat. Ob jetzt der AdBlue-Verbrauch gestiegen ist, weiß ich nicht. Ich persönlich finde das ein bisschen schwach, dass Volkswagen mal wieder etwas gebaut hat, entwickelt hat, jetzt im Nachhinein korrigieren muss und sich dadurch der AdBlue-Verbrauch dann eben erhöht. Wer darf das letztendlich zahlen? Wir. Aber wisst ihr, was ich immer sage? Punkt, Punkt, Punkt. Fällt immer nach unten. Ist so. Es fällt immer nach unten. Egal, was das ist. Wir am Ende sind immer die, die dafür löhnen müssen. Finde ich nicht ganz in Ordnung. Und wenn ich sehe, was so andere Länder teilweise an Wiedergutmachung bekommen haben,
finde ich das eigentlich schon wieder unfassbar, was wir hier uns schon mal wieder gefallen lassen letztendlich. Oder auch nicht. Ich habe jetzt einige schon mitbekommen im Forum, die ihre Autos abgegeben haben, weil sie es einfach leid sind. Ich bin es auch langsam leid. Mittlerweile war das jetzt schon die dritte Rückrufaktion. Und ich finde das nicht in Ordnung. Das ist immer, man muss sich dafür frei nehmen, wenn es nicht anders passt. Man muss da hinfahren. Habe ich gesagt, kriege ich ja wahrscheinlich einen Ersatzwagen. Nö, Ersatzwagen nicht, aber wir fahren sie dann nach Hause. Ja, ich sage, wir holen mich wieder ab. Ja, das ist ja auch wieder ganz toll. Und ich finde das nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist. Die haben Mist gemacht, haben richtig Mist gemacht. Ob das Porsche ist, Audi ist, Volkswagen ist, Fiat, Opel, die haben ja irgendwie alle Murks gemacht. Aber wir hier in Deutschland, weiß ich, ob jetzt überhaupt auf jeden Fall jetzt oder für mich jetzt gesehen, finde ich es eigentlich ziemlich schwach, dass da nichts kommt. Dass man sich auch nicht mal hinstellt und sagt, pass mal auf, Leute, wir haben da jetzt wirklich Murks gemacht, aber das wird dann wahrscheinlich so viel Kohle kosten. Schade, finde ich nicht so ganz ehrlich. Und ich habe jetzt auch im Forum schon mitbekommen und auch bei YouTube mitbekommen, dass da einige sind, die sich überlegen, ob sie sich überhaupt wieder einen Volkswagen kaufen. Oder überhaupt einen T6. Und ja, ich persönlich stehe zu dem Wagen. Ich finde ihn klasse, ich mag ihn, ich finde ihn gut. Wir werden ihn auch behalten. Und ja, wie gesagt, kurzes Video, bisschen was über das Fahrrad. Ich denke mal, das reicht. Den Rest kann man sich ja auch dann im Internet angucken oder bei Riso Müller direkt auf der Seite kann man sich das auch angucken. Ich persönlich bin sehr begeistert von dem Fahrrad. Wie gesagt, bin mal gespannt, was das jetzt wird, wenn wir damit in Urlaub fahren, wie ich das auf den Träger raufkriege, wie ich das dann sicherlich nicht mit dem Textlock, weil das ist mir dann doch zu unsicher. Weiß ich, ob ihr da auch schon Erfahrung habt mit dem Textlock-Schloss, ob ihr auch eins gekauft habt, würde mich mal interessieren. Ob ihr das dann auch benutzt oder nicht benutzt oder noch gar nicht wisst, was es da eigentlich für Probleme gibt. Jetzt mit dem neuen kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall das Schloss, was wir haben, ist ja augenscheinlich nicht so toll. Aber was soll's, ist halt so. Gut, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, nicht so gut oder gut, unten mit rein, wisst ihr. Mittlerweile haben wir schon fast 100 Abonnenten. Ich finde das total klasse. Ich bin total begeistert. Und ja, die nächsten Videos folgen. Wie gesagt, da will ich mal gucken, dass ich mal das Fahrrad auf den Fahrradträger raufkriege. Ich darf vielleicht mal ein kleines Ding von machen. Ganz klein, ein ganz kurzes Video. Und ja, wenn das nicht passt, muss ich mir was überlegen, wie ich denn dieses tolle Fahrrad auf dieses tolle Auto raufkriege. Ansonsten muss das Fahrrad eventuell zu Hause bleiben. Und ja, muss ich gucken, was ich mache. Ja, in diesem Sinne, euch erstmal alles Gute. Ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon hingehauen hat, weil ich habe mein Mikrofon vergessen. Ich habe jetzt nur das interne von der Kamera. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also, euch erstmal alles Gute. Bis dahin. Tschüss, tschüss.